Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich kann leider nicht da sein, live bei euch heute. Bei euch ist es Sonntagmorgen, bei mir Samstagnachmittag. Das hat leider damit zu tun, dass meine Frau und ich Kontakt mit jemandem hatten, der Corona-positiv getestet worden ist und wir somit in Quarantäne gehen mussten. Und deshalb gibt es heute die Predigt per Video, zeitverzögert. Ich wäre lieber bei euch live, gerade heute Pfingsten, es wäre sehr cool, aber ich glaube fest daran, dass Gott auch durch solche Sachen wirken kann. Und lasst uns offene Herzen haben, lasst uns schauen, was Gott tun will heute Morgen und was er bei dir tun will. Ich möchte gerne noch beten und dann gehen wir auch straight rein ins Thema. Jesus, ich danke dir, dass du Herr deiner Kirche bist. Ich danke dir, dass du der bist, der Kirche baut und du nimmst uns mit rein und das ist großartig, dass du dieses Risiko eingehst. Danke, dass dein Geist da ist und der die Sachen lebendig macht. Und wir wollen jetzt einfach unsere Herzen öffnen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du sprichst zu uns heute und dass du uns einfach das offenbarst, was du uns aufs Herz legen willst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, wir sind immer noch in dieser Themenreihe. Unstoppable Church, Kirche unaufhaltsam, heute der Aspekt leidenschaftlich und ich finde leidenschaftlich und Heiliger Geist, das passt super zusammen, weil der Heilige Geist ist der Kirche die Seele verpasst hat, der Heilige Geist ist die Seele der Kirche und Pfingsten ist ja die Geburtsstunde der Kirche gewesen. Da ist es ja alles losgegangen. Und warum nennt man Pfingsten auch die Geburtsstunde der Kirche? Ich möchte es euch ganz kurz erklären. Weil das, was Jesus gelehrt hatte, gesagt hatte, das wurde erst an Pfingsten durch den Heiligen Geist lebendig und mit Kraft verfügbar für die Jünger. Also die Offenbarung, wer Gott ist, ist in Jesus in Fülle da. Aber die Bevollmächtigung, das auch alles wirklich zu leben, kam erst an Pfingsten durch den Heiligen Geist. Das ist quasi schon unsere Antwort auf, warum ist Kirche leidenschaftlich oder was macht Kirche leidenschaftlich? Das ist der Heilige Geist, denn mit ihm ist Kirche losgegangen und er ist diese Seele der Kirche und da ist die Power dahinter. Und ich bin voll überzeugt, dass auch neue Sachen heute, also auch Erneuerungen innerhalb von Kirchen, auch neue kreative Inspiration und solche Sachen, dass die vom Heiligen Geist kommen und er einer ist, der seine Kirche immer wieder nach vorne bringt, immer wieder verändert. Aber wir schauen jetzt mal in die Apostelgeschichte, das ist ja ein bisschen auch so das Kernbuch aus dem Neuen Testament, was dieser ganzen Predigtreihe zugrunde liegt. Und wir schauen uns mal da die Apostelgeschichte an, Kapitel 1, Vers 8, denn hier beginnt es mit dem Heiligen Geist. Da heißt es folgendermaßen, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das hat Jesus gesagt. Und dann kommt Apostelgeschichte 2 und hier passiert das und das hat Konsequenzen. Konsequenzen für diese kleine christliche Gemeinschaft, die es bis dahin gab, diese Handvoll Leute, die so für sich waren, nach innen gelebt haben und so. Da passiert auf einmal was, es wird auf einmal alles umgedreht. Die öffnen sich, sie treten mutig raus. Petrus fängt an zu predigen, er gibt Zeugnis und nicht nur das, er erzählt nicht nur, sondern dieses Zeugnis hat Kraft, Menschen bekehren sich, Menschen werden geheilt und diese gute Nachricht, das Evangelium, dass Jesus gekommen ist und Frieden mit Gott gemacht hat und Jesus der Herr ist, diese Nachricht verbreitet sich rasant. Und das ist doch interessant, weil das alles vorher noch nicht passiert ist, aber Jesus ist ja schon gestorben, er war schon ist schon wieder auferstanden und dann hat es trotzdem irgendwie diese 40, 50 Tage nach Ostern gebraucht und jetzt passiert es. Jetzt an Pfingsten passiert es. Jetzt an Pfingsten kriegt Kirche die Power, kriegt Kirche den Drive, wird Kirche leidenschaftlich. Also, warum ist Kirche leidenschaftlich? Weil der Heilige Geist in ihr ist.
Und ich möchte heute Morgen noch ein ganz spezielles Thema mit euch anschauen, was sehr nah auch damit zu tun hat, also was mit Kirche zu tun hat, was mit dir zu tun hat, was mit dem Heiligen Geist und was mit Pfingsten zu tun hat. Und es ist ein Thema, was dich hoffentlich herausfordern wird. Ich glaube, es wird dich herausfordern, weil es uns alle schon von unserer Denkweise her herausfordert. Wir sind alle griechisch geprägte Menschen, das heißt, wir reflektieren, wir analysieren mit unserem Verstand, mit der Logik. Wir treffen meist logische Entscheidungen, öfters auch mal nicht, aber die Logik und der Verstand, das sind die Dinge, die unserem Leben auch Maß geben und die unser Leben auch in Leitplanken packt. Und ich habe einen Vers mitgebracht für dich aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 20. Es steht folgendes: Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ganz kurzer Vers. Ich will euch kurz erklären, was der Kontext von diesem Vers ist, was da drumherum so steht und um was es da geht. In diesem Kapitel 2 schreibt Johannes, schreibt Johannes davon: Hey Leute, macht ganze Sache. Macht ganze Sache mit Jesus. Wenn du Jesus nachfolgst, dann mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Wesen und nicht so halbherzig. Und er schreibt zum Beispiel auch sowas: Wenn jemand behauptet, im Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder, so lebt er eigentlich in der Finsternis. Also er sagt: Come on, Leute, nehmt es ernst. Folgt Jesus nach. Nicht ein bisschen, sondern ganz, mit allem. Und dann entwickelt er das Thema, rollt das Thema Antichristen ein bisschen auf. Er spricht kurz von diesem einen Antichrist, der sich erheben wird, aber auch von vielen Antichristen aus den Reihen der Kirche, die sich erheben werden. Und wo er auch sagt, diese Antichristen sind nicht von uns, denn sonst wären sie ja auch da geblieben. Also die erheben sich, sie zeigen, gehen raus und kommen aber auch nicht mehr wieder. Und einfach noch ein Gedanke dazu: Anti bedeutet nicht immer nur gegen. Wir verstehen Anti immer als etwas dagegen so. Aber Anti bedeutet auch anstelle von. Und das, was Johannes hier meint, das sind Menschen oder Dinge, die sich erheben und den Platz von Christus einnehmen wollen. Den Platz von Jesus streitig machen wollen. Man könnte auch von heiligen Kühen sprechen. Jede Gemeinde, jede Kirche hat so ihre heiligen Kühe. Das sind die Dinge, das merkst du. Wenn du die angehst und die absägen willst, dann wird es ein mittelschweres Erdbeben in deiner Gemeinde, in deiner Kirche zur Folge haben. Und vielleicht werden der ein oder andere Kopf rollen. Also, darum geht es. Das ist so ein bisschen der Kontext. Und jetzt kommt dieser Vers: Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Ja, was ist denn Salbung? Was ist Salbung? Und ich möchte euch erklären anhand ein bisschen, was im Alten Testament steht. Salbung kommt im Alten Testament einigermaßen doch recht häufig vor. Kommt immer vor, wenn Könige oder Propheten mit Öl gesalbt wurden. Und sie wurden immer für ein Amt und eine Aufgabe gesalbt. Sie haben auch immer Autorität mitbekommen. Und bei der Salbung Davids, sagt die Bibel, von diesem Moment an kam der Heilige Geist auf ihn und er wich nicht mehr von ihm. Also der Heilige Geist manifestiert sich auf David, sodass David ein König sein kann nach dem Willen Gottes. Und diese Salbung soll David helfen, also diese Gegenwart Gottes, manifestierte Gegenwart Gottes auf David, soll ihm auch helfen, dass er nach dem Willen Gottes König über Israel sein kann, sein Amt nach dem Willen Gottes ausfüllt. Also, wenn wir heute von der Salbung sprechen, dann sprechen wir von der Gegenwart Gottes, die sich manifestiert. Manifestiert, sie kommt auf dich, sie bleibt auf dir, sie bleibt über dieser Person. Und vielleicht spürst du das manchmal, wenn du im Worship bestimmte Lieder singst und du merkst, wow, auf diesem Lied ist irgendwas drauf, hier ist irgendwas anders, das spüre ich, das verändert was, das verändert die Atmosphäre. Und vielleicht spürst du das, wenn du den Christus-Hymnus liest in der Bibel, wo Jesus so groß gemacht wird, da baut sich was aus, da ist eine Salbung drauf, da ist eine Gegenwart Gottes drauf. Und jetzt sagst du vielleicht: Hey, Moment, Matze, also hier, wir sollen nicht immer nur nach unseren Gefühlen handeln und so weiter, da hast du recht, aber Gott gibt dir auch Gefühle, das gehört auch dazu.
Das Neue Testament geht weiter zu diesem Thema Salbung. Hier können wir nämlich lesen, dass durch den Heiligen Geist alle Christen gesalbt sind. Alle Christen sind erwählt, um das Königreich Gottes vorwärts zu bringen. Ja? 2. Korinther 10, lasst uns nachlesen. Da steht es, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Der Gott, der Vater, hat dir den Heiligen Geist als seine Anzahlung in dein Herz gegeben. Das ist doch der Wahnsinn. Und die Frage ist, bist du dir heute Morgen diese Realität bewusst, dass die Gegenwart Gottes auf dir liegt und eine Salbung auf dir ist und du erwählt wurdest, das Reich Gottes nach vorne zu bringen? Ich möchte noch einen kurzen Gedanken sagen zu dem, ja, wie groß ist denn so eine Salbung? Weil du im Alten Testament auch lesen kannst, bei diesem König war eine große Salbung auf ihm, bei diesem König war eine kleinere Salbung. Also Salbung kann eine unterschiedliche Stärke und eine Größe auch haben. Und das liegt an dir. Das liegt an dir, wie sehr der Heilige Geist in deinem Leben Raum hat und wie sehr er auch dein Leben bestimmen darf. Paulus sagt im Epheserbrief, du kannst den Geist auch dämpfen. Durch Ungerechtigkeit, durch Unzucht und so weiter und Streit. Also, wir gehen nochmal zurück. 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr, liebe Gemeinde, und ich auch, ja, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Was hat das jetzt mit diesem Wissen zu tun? Was wissen wir denn alles? Das griechische Wort ist hochinteressant. Das griechische Wort für ihr wisst alles ist Euda. Und dieses Wort bedeutet, du weißt etwas, bevor dein Verstand es versteht. Also du hast eine innere Wahrnehmung, eine innere Sicherheit, ein inneres Wissen, vielleicht auch eine Intuition, so nennt man es manchmal. Und bevor dein Kopf, deine Logik, dein Verstand schlau draus wird, hast du das Wissen schon. Ja? Das bedeutet dies, ihr wisst alles. Also, das Interessante, und das ist eine Sache, die passiert in deinem Herzen, können wir nachlesen in Römer 5, Vers 5, wo du auch siehst, okay, da sitzt der Heilige Geist. Also, da steht, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Geist Gottes, die manifestierte Gegenwart Gottes, ist in deinem Herzen. Und diese Salbung, die da ist, durch diese Salbung weißt du alles. Was heißt das? Sie schließt dir Dinge auf. Der Heilige Geist schließt dir Dinge auf. Er bestätigt Dinge in dir. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du einen Gedanken hattest und gesagt hast, ich glaube, ich soll dieser Person X einfach Geld geben. Gibt keine logischen Gründe dafür. Und du hast es getan und dann hast du verstanden, dann hat irgendwann deine Logik verstanden, warum das gut war. Der Heilige Geist ist auch der, der dir die Gotteskindschaft bezeugt. Kannst du auch im Neuen Testament nachlesen. Er ist der, der deinem Herzen, tief in deinem Herzen sagt, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter des höchsten Gottes. Das ist keine rationale Kiste, das ist keine Verstandeskiste. Er ist der, der dir die Identität als Kind Gottes aufschließt oder dir offenbart. Warum ist das so? Was passiert da genau? Wir wollen es noch ein bisschen genauer anschauen. Was hier passiert, das ist ein Zusammenspiel von unserem Geist und dem Heiligen Geist. Ich habe in einer anderen Predigt das mal erklärt. Was passiert, wenn jemand zum Leben kommt? Heißt, was passiert, wenn jemand sein Leben Jesus gibt? In diesem Moment passiert etwas Extremes in dir. Weil dein Geist lebendig wird. Die Bibel sagt, wenn du nicht zu Gott gehörst, nicht zu Jesus gehörst, dann ist dein Geist tot. Dann hast du Seele und Körper. Das ist die Menschendarstellung des Neuen Testamentes. Da du bestehst aus Geist, Seele und aus deinem Körper. Und wenn du zu Jesus kommst, wird dein Geist lebendig und der Heilige Geist kommt von oben und verknüpft sich mit deinem Geist. Und eine neue Herrschaft entsteht in dir. Das Gesetz des Geistes, nicht mehr das Gesetz des Fleisches, ist über dir, sondern im Römerbrief steht es, das Gesetz des Geistes ist über dir. Die geistliche Realität ist jetzt das, was das Entscheidende ist, weil deine Gotteskindschaft, die Identität in deiner Gotteskindschaft ist eine geistliche Realität.
Und das ist jetzt da und alles hat sich unterzuordnen, ordnen. Und der Heilige Geist offenbart dir das. Und je mehr der Heilige Geist mit deinem Geist tun darf und wirken darf, in deinem Geist wirken darf, in dir wirken darf, in deinem Leben wirken darf, umso größer wird diese Salbung auch, die auf dir dann liegt. Also der Heilige Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem, mit deinem und mit meinem Geist. Und das zu erkennen und das zu hören, ist extrem wichtig. Und auch zu lernen, das zu verstehen, das ist wirklich sehr wichtig. Warum? Weil wir heute unterwegs sind und du, vielleicht weißt du, hast du eine konkrete Situation vor Augen. Wir haben ständig mit Argumenten zu tun. Vielleicht hast du einen Streit gehabt, kommt jemand und es ist ein hartes Austauschen von Argumenten. Aber alle Sachen, alle Probleme, Problemlösungen sind ganz, ganz, ganz schnell argumentative Sachen. Also Dinge, wo du deinen Kopf brauchst und wo du deinen Kopf anstrengst. Und heute passiert es auch, dass Dinge vom Verstand her aus angegriffen werden. Auch in deinem Glauben, auch in deinem Glaubensleben. Zum Beispiel, dass man sagt, naja, also die Zeit der Geistesgaben und so, das ist ja schon alles viel lange vorbei, das existiert ja gar nicht. Und man kommt sofort auf dieses, okay, jetzt werden wir auf der intellektuellen Ebene, also auf der logischen Ebene, auf der argumentativen Ebene, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber das Ding ist, nur wenn ich auf dieser Ebene des Verstandes, wenn ich da bleibe, dann erlebe ich nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Denn dein Verstand schränkt dich ein. Verstand ist gut. Denken ist gut, Logik ist gut, der Geist ist besser. Und wir haben gerade gesehen, du bist geistlich neu geboren, denn dein Geist ist zum Leben gekommen, wenn du zu Jesus gehörst. Und das steht über dem, steht über deinem Verstand. Das ist das Vorherrschende, was da eigentlich ist. Also nochmal, die Salbung und der Heilige Geist, das zusammen, die manifestierte Gegenwart Gottes, durch die wissen wir alles. So heißt es in diesem Vers. Also es geht über Argumentation hinaus, es geht über logisches Denken hinaus. Es ist ein tiefes inneres Wissen und der Heilige Geist schließt es auf. Und weißt du, was das Coole daran ist? Wenn du lernst, darauf zu hören, dann wirst du wachsen im Glauben. Deine Beziehung zu Jesus wird tiefer und du wirst reif im Glauben. Du wirst mündig werden im Glauben. Lass uns noch einen Blick auf Jesus werfen. Das ist interessant auch zu sehen, wie das bei ihm ist, das Zusammenspiel zwischen dem Heiligen Geist und ihm und dem Vater. Über die Kindheit von Jesus wissen wir nicht so viel. Wir kennen noch diesen paar Geschichten, wo Jesus dann in der Synagoge ist, die Eltern suchen ihn und so weiter. Aber was wir wissen ist, dass das erste Wunder, was Jesus getan hat, das Wunder auf der Hochzeit war, als er Wasser zu Wein verwandelt hat. Das ist das erste Wunder. Es gibt zwar so noch ein paar Berichte aus den Apokryphen, so, wo angeblich Jesus irgendwelche Tonvögel zum Leben erweckt haben soll und so weiter und so weiter. Ich sage, wenn du dich damit auseinandersetzt, ja, okay, es ist Quatsch. Meiner Meinung nach 200 Jahre später geschrieben worden. Das sind einfach nette Nacherzählung. Also Fakt ist, Jesus wächst auf als Mensch und der einzig große Unterschied zu uns ist, dass er ohne Sünde ist. Er ist ohne Sünde und das unterscheidet ihn. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und den möchte ich mit euch zusammen anschauen. Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wow, das ist eine Hammer-Situation. Was hier passiert ist, Jesus wird mit dem Heiligen Geist getauft, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Vater spricht dem Sohn Identität zu und sagt, du bist mein Sohn und der Geist Gottes bestätigt das. Er bestätigt ihm diese Identität. Und ab diesem Moment startet Jesus diesen Dienst. Ab diesem Moment startet er diesen übernatürlichen Lebensstil, diesen übernatürlichen Dienst, wo er Dinge tut. Und jetzt ist interessant hinzuschauen, was passiert, wenn Jesus Dinge tut. Da ist der Wille des Vaters. Und die Bibel sagt, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jesus sagt es, wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Sohn tut nichts, was der Vater
nicht will. Der Sohn tut den Willen des Vaters. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist kann Jesus seinen Dienst hochziehen und diese ganzen abgefahrenen Sachen aufmachen. Also, weißt du, Jesus ist doch unser Vorbild. Wir folgen Jesus nach. Und wenn Jesus es nötig hat und braucht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, wie viel mehr brauchen nicht wir die Erfüllung durch den Geist Gottes? Immer wieder. Paulus sagt, werdet voll des Geistes. Werdet voll des Geistes. Also, wir dürfen uns nochmal zurück zu unserem Wissen und zu unserer Logik. Wir dürfen uns nicht von unserem Wissen und von unserem natürlichen Denken einschränken lassen. Vielleicht denkst du dir gerade, wow, Matze, was du da erzählst, keine Ahnung, erlebe ich nicht so. Ich erlebe, dass eher vielleicht nichts geht. Und du stellst dir die Frage, warum geht denn bei mir jetzt nicht so viel? Warum erlebe ich sowas nicht? Und ich bin davon überzeugt, dass die Antwort zu 99% dabei liegt, dass wir zu kopflastig sind. Dass wir mit dem Kopf arbeiten. Ich möchte dir das an einer Geschichte aus dem Neuen Testament erklären, aus Lukas 5. Du kennst diese Geschichte vielleicht, da geht es um den Gelähmten, der durch das Dach runtergelassen wird von seinen vier Freunden und vor Jesus gebracht wird. Das ist eine ganz abgefahrene Geschichte, hab mich damit auseinandergesetzt und bin in Staunen gekommen, was da drin steht. Jesus befindet sich in einem Haus. Dieses Haus gehört Petrus. Das Haus ist rappelvoll. Was sind für Leute da? Schriftgelehrten und Pharisäer. Warum sind sie da? Weil Jesus einen Aussätzigen geheilt hat. Und diese Leute sind da, weil sie jetzt prüfen, die sagen, hey, was ist mit diesem Mann? Und das sind diese vier Jungs, die ihren gelähmten Freund dabei haben. Und sie machen das Dach von Petrus seinem Haus kaputt. Überleg dir, bei dir macht jemand das Dach kaputt, weil er einen Gelähmten durchlassen will und Jesus steht in einem Wohnzimmer. Diese vier Leute gehen bis an ihr Äußerstes, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Also sie lassen ihn runter vor die Füße, vor Jesus, mitten unter die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dann steht Folgendes da, Lukas 5, Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Was sieht Jesus? Jesus sieht nicht die Vernunft, er sieht nicht ihre Vernunft, er sieht nicht ihre Logik, er sieht ihren Glauben. Und dann sagt er, deine Sünden sind vergeben und er heilt ihn. Und dann heißt es weiter in Lukas 5, 21, und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, und jetzt Gedanken machen, das griechische Wort hier ist Dialogizomai. Und von diesem Wort kommt das Wort Logik. Also die Schriftgelehrten hören das und ihre menschliche Logik schaltet sich ein. Und dann sagen sie Folgendes, sie sagen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da haben sie recht, oder? Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Kerl, dass der das da so einfach sagt? Und wir lesen weiter, wie es da heißt. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte. Okay, hier ist ein inneres Erkennen gemeint. Hier ist ein Erkennen aus der Salbung, aus dem Heiligen Geist heraus. Es ist wie eine innere Gewissheit. Er arbeitet nicht mit dem Verstand, sondern mit dieser inneren Gewissheit, mit dem Heiligen Geist. Und der schließt ihm das auf, was hier eigentlich los ist bei den Pharisäern und bei den Schriftgelehrten. Weißt du, heutzutage ist es auch so. Menschen machen sich Gedanken, Christen können erkennen durch den Heiligen Geist. Wo es viel Logik und viele Vernünfteleien gibt, stell dir immer die Frage, Herr, was willst du? Heiliger Geist, schließ es mir auf. Entwickle ein geistliches Gespür. Es gibt immer irgendwie Argumente, die gebracht werden und meistens sind das nur Ablenkungsmanöver von dem eigentlichen Punkt, der dahinter steckt. Also bevor es losgeht, bevor wir antworten in einem Streitgespräch, bevor wir Dinge beurteilen oder so, innehalten, fragen, Heiliger Geist, bitte schließe du mir auf, was du mir sagen willst und was hier eigentlich los ist. Also, sie argumentieren
Und Jesus erkannte die darunter liegenden Gedanken. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Also er antwortete und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf und vor ihren Augen nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Und da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Wenn du dich von Logik einschränken lässt, wirst du keine übernatürliche Kraft erleben. Aber wenn du dich am Geist orientierst, dann setzen deine Worte Kraft frei. Weißt du, und das betrifft jeden Bereich von uns. Deine Familie, deine Erziehung, deine Beziehung, deine Freunde, vielleicht wenn du Chef bist, wenn du ein Leiter bist, dass du bei einer Situation hinhörst, zuerst hinhörst und fragst, soll ich eingreifen oder soll ich es laufen lassen? Heiliger Geist, soll ich korrigieren oder soll ich nicht? Und wenn du ihm folgst, dann wirst du es merken, weil du wirst Frieden empfangen. Du wirst Frieden empfangen. Also es gibt zwei Indikatoren, die wichtig sind. Und das eine ist Frieden, kriegst du Frieden über die Sache. Und das zweite ist es die Wahrheit. Der Heilige Geist spricht nie, er widerspricht nie der Heiligen Schrift. Er sagt nie was anderes, was in der Bibel steht. Weißt du, das ist auch das Ding beim hörenden Gebet. Beim hörenden Gebet, das ist kein Hokuspokus, sondern das ist ein inneres Zurücktreten und zu sagen, Heiliger Geist, du hast die Erlaubnis, mir zu sagen, was das Herz des Vaters denkt, für was es schlägt, was Gott will. Und dann hörst du. Und das, was du bekommst, das sind Dinge, wo hier oben dein Verstand noch nicht hinterhergekommen ist. Aber du wirst merken, dass du diese Dinge aussprichst und du sprichst Leben in der Situation von Menschen oder irgendwie grundsätzlich auch in Situationen rein. Ich möchte dir Mut machen, mach dich auf dem Weg, lern die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Und wenn du sie kennst, intensiviere das. Und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, von was der Matze gerade redet, dann melde dich bitte bei mir. Auf jeden Fall. Ich möchte eine Frage stellen, jetzt zum Schluss. Wo stehst du heute Morgen? Möchte ich einladen, jetzt in diesem Moment, mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu und sei gewiss, Gott ist da, der Heilige Geist ist da. Und ich stelle dir die Frage, hast du Sehnsucht? Hast du Sehnsucht, danach weiterzukommen, tiefer zu wachsen? Vielleicht stehst du hier und sagst du, ja, ich will mehr, aber ich habe auch irgendwie Respekt. Vielleicht stehst du auch da und du erkennst, wo Logik regiert und dein Verstand regiert. Ich möchte dich einladen, ich will dich jetzt wie mit auf den Weg nehmen, dass wir ein Gebet sprechen, du kannst es für dich sprechen und du kannst wie deine Hände zu so einer Schale formen und sagen, okay, das bin ich, das bringe ich dir, das bringe ich dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst, ich brauche dich. Wir beten jetzt. Vater, danke, dass du deinen Geist ausgeschüttet hast über uns. Und danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Und ich erkenne, dass du viel höher, viel weiter, viel tiefer, viel größer bist als all meine Gedanken. Und ich erkenne, dass du in mein Herz ausgeschüttet bist. Und dass das eine Anzahlung von Gottes Liebe ist. Und Vater, eben mit ehrlichem Herzen stehen wir jetzt vor dir. Und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, wo unsere Gedankenwelt regiert hat. Wir bitten dich um Vergebung für unsere Lauheit, wo wir gesagt haben, naja, komm, da wo es cool ist, wo es einfach ist, dann machen wir es, wo es schwierig wird, dann.
Und wir bringen dir das und wir bitten dich, dass du das wegnimmst und dass du unsere Gedankenwelt erneuerst und vor allen Dingen unsere Salbung vergrößerst. Dass Jesus, wir sehnen uns danach, dass dein Geist hier regiert und ausgeschüttet wird, ganz neu. Dass wir in unserem Leben ganz neu Pfingsten erleben dürfen, dass dieses Ausgießen des Geistes Gottes passiert, dass unsere Herzen angezündet werden, ganz persönlich für uns, aber vor allen Dingen auch für dein Reich. Wir wollen deine Stimme wahrnehmen, wir wollen dich hören und es tut uns leid, wo wir das ignoriert haben, wo du gesprochen hast und wo wir einfach gedacht haben, na, unser Verstand, das sagt was anderes. Und Vater, wir beten, dass du unser Herz lehrst, dass du unser Herz nimmst und es zeigst, was das Wichtige ist und dass du uns zeigst, wie deine Stimme ist und dass du uns zeigst, wie du sprichst. Öffne du unsere inneren Augen, öffne du unsere inneren Ohren und zünde du uns an. Und ich bete, dass du die Salbung, die manifestiert die Gegenwart Gottes auf unseren Leben, auf jedem Einzelnen, der sich jetzt meldet und sagt, hey, ich will's, und selbst wenn es nur innerlich ist oder wenn er den Arm hebt, dass du die Salbung vergrößerst auf unserem Leben. Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir, wir brauchen mehr von dir, wir wollen unsere Gedanken von dir prägen lassen, so wie Jesus es gesehen hat und gesagt hat, er hat tiefer gesehen. Und wir nehmen das in Anspruch, dass wir haben die Salbung und wir wissen alles. Heiliger Geist, jetzt sind wir hier. Brech du durch und erfülle du uns. In deinem Namen, Jesus. Amen.